Willkommen bei der Mediathek der Hotgenot-Akademie. Mit dem nächsten Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die erstellten Jumbos aus dem Jumbo-Konfigurator exportieren können und in die kaufmännische Software importieren können, damit sie im Angebot für Positionen verwendet werden können. Für den Export gehen Sie bitte an den Bereich Jumbo-Konfiguration. Gehen auf den Teilbereich, den Teilbaum, der exportiert werden soll. Mit der rechten Maustaste Export. So, und erhalten da die Möglichkeit, einen Dateinamen einzugeben. Ich exportiere einfach mal nach Laufwerk C. Hab da ein Verzeichnis angelegt. Datenbank DB und speichere diese Daten unter Wärmepumpe. So, die Daten werden jetzt weggeschrieben und zwar mit allen Artikeln, die Sie verwendet haben. Das heißt, sollten bei dem Empfänger nicht alle Artikel vorhanden sein, so werden diese automatisch bei ihm mit installiert, damit der Import auf jeden Fall gesichert ist. So, er zeigt an, dass er die Jumbo exportiert hat. Wir verlassen jetzt den Jumbo-Konfigurator und rufen die kaufmännische Software auf. Das ist jetzt der Startbildschirm der kaufmännischen Software. So, um den Jumbo zu importieren, gehen wir in Stammdaten, Jumbo-Konfigurator und können hier die Daten importieren. Und zwar auch hier, wie Sie es schon bereits aus dem Jumbo-Konfigurator kennen, das ist in der Baumstruktur dargestellt und da gehen wir in den Produktkatalog, rechte Maustaste, Import. Es geht ein neues Bild auf, wo Sie auf der linken Seite den Produktkatalog wieder sehen und auf der rechten Seite, welche Dateien zum Import bereitstehen, und zwar im aktuellen Verzeichnis. Wir wechseln deshalb das Verzeichnis über den Button Verzeichnis wechseln, gehen auf Laufwerk C, DB, okay. Jetzt fragt das Programm, ob er dieses immer als Austauschverzeichnis nehmen soll. Ich bestätige das jetzt mal. So, jetzt zeigt er Ihnen an, in dem ausgewählten Verzeichnis gibt es einen Teilbaum Wärmepumpe. Den wähle ich an. Sie sehen, der neue Button Teilbaum importieren wird aktiv. Sie sehen hier unten, wie dieser Teilbaum aussieht. Und der wird jetzt importiert an die Stelle, die Sie jetzt hier vorbereitet haben. In diesem Fall als Unterprodukt von Produktkatalog. Ich sage Teilbaum importieren. Er zeigt an, dass Artikel gegebenenfalls überschrieben werden. Und importiert das Ganze. Bringt die Meldung, alles wurde erfolgreich importiert. Wir sagen okay und brechen die Aktion ab. So, Sie sehen, im Jumbo-Konfigurator sind jetzt neue Produktbereiche aktiv. Das ist in diesem Fall die Wärmepumpe. Und Sie sehen, alle Bäume wurden importiert. So, das ist jetzt die Ansicht im Konfigurator. Wir gehen jetzt mal in ein neues Angebot, um zu zeigen, wie wir die Daten übernehmen können in ein Angebotsprogramm. Dazu gehen wir auf die Startseite, gehen auf Angebot, sagen Angebot erstellen. Ich gebe als Namensvorschlag Jumbo
Import an. Übernehmen. Und jetzt geht es im Programm immer zum nächsten Step. Das hier ist einmal vorbereitet. Das sind die Kopfzeile, das ist die Absenderadresse, das ist das Firmenlogo. Wir gehen unten rechts weiter mit dem Button Kunde wählen. Suchen unseren Kunden, in diesem Fall Kramer. Kunden, die noch nicht erfasst sind, können Sie an dieser Stelle über den Button Neue Adresse erfassen. Okay. Gehen weiter auf die Position. Sagen neue Position anlegen. Nein, denn wir wollen auf die Jumbos zurückgreifen. Dazu wählen wir bitte unten den Button Produktauswahl. So, jetzt haben wir einen Assistenten vor uns, der neue Positionen oder Lose oder Titel oder halt Jumbos in das Angebot übernimmt. Wir wählen jetzt an, dass wir als nächstes einen Jumbo übernehmen möchten. Wir sagen einfügen und bekommen jetzt die Liste aller Jumbos, die wir haben. Als letztes sehen Sie jetzt hier den importierten Teilbereich Wärmepumpe mit dem Hersteller Buderus. Jetzt werden Sie bestimmt fragen, warum ist denn nicht auch Junkers drin? Ganz einfach, weil im Bereich Junkers zurzeit noch nichts eingegeben ist. Sobald dort ein Jumbo hinterlegt ist, wird der Bereich Junkers auch angezeigt. Ich gehe auf Buderus. So, und hier sehen Sie auch, bei Buderus war nicht nur Luftwasser, sondern auch Wasser und Sohlewasser angelegt. Auch diese Bereiche werden nicht angezeigt, weil dort keine Jumbos hinterlegt sind. Wir haben nur in Luftwasser hinterlegt und zwar auch da nur im Bereich Innenaufstellung. So, und jetzt haben wir die Auswahl zwischen der WPL 14i und der WPL 18i. Ich übernehme mal die WPL 14i. Okay. Er fragt jetzt, wie viel Stück davon. Ich sage ein Stück. Und wir machen Abbrechen. So, Sie sehen jetzt, das alles gehört zur WPL 14i. Das ist einmal die Wärmepumpe und das entsprechende Zubehör. Sie erinnern sich an den Baugruppen-Jumbo Buderus WPL Zubehör, der sich wiederum zusammensetzt aus dem Wärmemengenzähler, der Wanddurchführung, dem Geräteanschlussset, Verblendung und, jetzt kommt das Interessante, den Speichern. Und da haben wir die entsprechenden Alternativen, die vier Alternativen, die wir gewählt hatten, zwischen 440, 380 oder den Kombispeichern 600 und 830. Das, was Sie entsprechend wählen, mit dem Punkt anwählen, das wird entsprechend mit im Gesamtpreis mitgerechnet. In diesem Fall jetzt der 380er Speicher, in diesem Fall der 600er Speicher oder halt der 830er Speicher. Das, was gewählt ist, wird mit im Gesamtpreis mitgerechnet. Der Vorteil dieser Sache ist, dass Sie Ihren Kunden verschiedene Alternativen aufführen können, damit der auch nichts Falsches entsprechend kombinieren kann. Wenn ich mir jetzt das Angebot anschaue, wird im Ausdruck entsprechend der 830er mit einem Einzel- und Gesamtpreis aufgeführt. Alle anderen Alternativen werden nur mit dem Einzelpreis aufgeführt.
So, hier ist das Angebot mit der Wärmepumpe. Mit dem Wärmemengenzähler. Mit dem Schnellmontagesystem. Und so weiter und so fort. Bis hin zum Zubehör. Und den Alternativen. Und das Ganze gibt einen Gesamtpreis für die Wärmepumpe. Ja, so viel ist eigentlich zu sagen zu dem Export aus dem Jumbo-Konfigurator und zum Import in den Kaufmann. Die gleiche Vorgehensweise ist übrigens, wenn Sie vom Jumbo-Konfigurator zu Jumbo-Konfigurator die Daten austauschen möchten. So, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen die Informationen weitergeholfen haben.